Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir haben ja von Temowatt bekommen und da haben wir ja den Mann im Mond, Controllerhalter und so schon zusammengebaut und habe ich euch gezeigt, USB-Sticks. Und jetzt wollen wir uns, weil im Unboxing kam es nicht so gut rüber, wollen wir uns mal alle Fische angucken und was wir da so drin haben. Dafür wechsle ich in die Unboxing-Ansicht. Da gucken wir auch, wie viele Angeln da mit bei sind. Da wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt erstmal wechseln. So, ja, wie ihr seht, ich will Video machen. Wer kommt? Der dicke Kater. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen uns die Fische mal angucken. Und zwar, was für Fische mit bei sind, wie viele Angeln mit bei sind. Also ist es eine richtig volle Tüte. Und die Kleine angelt Jane, die hat da schon so ein Angelspiel von also von dem Bruder von meiner Frau gekriegt. Damals. Und ja. Hier kann sie dann auch noch mal ein bisschen lernen. Dann können wir nächstes Mal, wenn wir auf dem Rummel sind, kann sie da denn besser die Enten fischen. So, Katerchen, du müsstest jetzt aber wirklich mal ein Stück beiseite gehen. So. Wir packen das einfach mal aus. Schüttet das einfach mal hier alles hin. Und dann gucken wir uns das mal an, was da so mit bei ist. Also, wir haben zwei Angeln. Das ist schon mal positiv. Und das funktioniert auch. So, nächster Fisch. Super. So. Dann können wir die Angeln hier schon mal. Also, innen nehmen wir uns nochmal raus. Und jetzt habe ich wieder. Naja. Nee, 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 nee. Nicht für dich zum Spielen. Ist auch wirklich keine scharfe Ecke, Kante. Ist wirklich ganz weich. Keine Splitter. Auch schön hier beim Holz alles versenkt. Auch hier. Also das ist sehr positiv. Ja. Nicht für dich. Ist für Juna. So. Und dann gucken wir mal an, was wir hier für Fische haben. Wir können ja mal drehen hier. 22, 25, 19, 30, 1. Also da scheinen wirklich, also ich weiß gar nicht, es waren 30 oder wie viele Fische. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, stand zwar da, aber auch, ich habe nicht gelesen. So. 3, 29. Steht auch alles in Chinesisch drauf. Bell, Bei. Also das ist halt Kaiyu. Also das, ne, das scheint kein Chinesisch zu sein. Aber ist das eine 9 oder ist das eine 6? Das ist eine 6, würde ich sagen. Eine 6. 18. 13, 10. 4. 12. 14. 2. 1, 2, 3, 4. 6, 7. 31. 8. 21. 21 kommt hier vorne hin. 8. 9. 26 kommt hier hin. 10. Ah, da haben wir die 5. Da haben wir die 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13. Jetzt brauchen wir noch die 11 damals. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Stück. Es sind wirklich 31 Stück. Ich werde das jetzt mal hier noch mal ein bisschen nach unten machen, dass ihr das wirklich seht. Nicht, dass es heißt, ich behumsche und zeige hier die Hälfte nicht oder so. Und eine Reihe kommt noch. So. Ich hoffe, jetzt seht ihr alle. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal bei der 1 an. Das ist der Kugelfisch. Ja, ganz süß. Dann haben wir hier so einen bunten. Ich kenne mich mit Fischen überhaupt nicht aus. Ja. Dann haben wir. Die kenne ich aus dem Aquarium. Aber ich finde das Gesicht viel cool. Ja. So, dann. Ach, eine Schildkröte. Und die lächelt und macht ein Zwinker-Smiley. Ja. Dann haben wir eine Makrele. Ich glaube, das ist eine, oder? Leute, das ist eine Makrele, oder? Ja. Ich würde sagen, das ist so ein kleiner Fabius, oder? Nee. Fantasiefisch? Weil der oben hier und da und da hinten. Gibt es den Fisch in echt? Ich habe keine Ahnung. Hm? Sieht aus wie ein Herz hinten. Wartet mal, ich muss mal. Wo haben wir denn? Na? Jetzt sollte er den Autofokus auf die Höhe fokussiert haben. Jetzt können wir die mal hier beiseite machen. Jetzt habe ich ja hier oben wieder Platz. Ich mache mal zwei zusammen. Oh. Eine Krabbe. Amistad Crab. Den kenne ich. Das ist, den gibt es wirklich. Das weiß ich definitiv. Der lebt in der Tiefsee. Der hat da so ein Licht, was da vor sich hat und lockt damit halt seine Beute an. Da hatte ich mir nämlich mal eine Doku gesehen. Ja, wie Sandfisch oder sowas. Also vom Bild her. Na, den kennen wir auch. Es ist Flipper, Flipper, der Freund aller Kinder. Das ist, oh, wie heißt das Ding? Da gibt es ja Kalmar, oder? Ja, Kalmar, glaube ich. Ihr habt ja Tintenfisch, Kalmar, ihr habt ja verschiedene. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Wenn man da, also ich stecke da in der Materie nicht drin. Ein Findet Nemo. Ein kleiner Nemo. Eine Muschel. Ein Kugelfisch. Das ist ein Oktopus. Nee, Tintenfisch. Ich verstehe, ich seh da sowieso nicht durch. Ich verwechsel die sowieso immer wieder. Den kennen wir auch aus einigen Aquarien. Eine Qualle. Sieht aber lieb und nett aus. Die ist wirklich in Wirklichkeit nicht so lieb und nett. Ah, ein Hai. Baby Shark. Ja, die liebt die ja, die Kleine. Die hat ja auch so ein Baby Shark für die Wanne. Sieht aus wie ein bisschen wie Dory, oder? Haben wir Nemo? Ach, passt ja auch untereinander. Nemo und Dory. Ah, ein Blauwal. Na. Sieht ein bisschen aus wie die von SpongeBob, oder? Die Fahrschullehrerin. Oh, der pfeift vor sich hin. Nee, der hat einen Smiley. Sah durch die Pausbacken irgendwie aus, als er pfeift. Jetzt habe ich keine Ahnung, was das darstellen soll. Aber es ist bunt und es lächelt. Und das ist die Hauptsache. Und ein
Seepferdchen natürlich. Will ich gleich hochbringen zu klären. Na, die wird ausflippen. Die liebt ja Tiere abgöttisch. Habe ich bei Temu auch gesehen. Ein paar Tiere, die weg. Oh, kann ich auch schon mal spoilern. Irgendwann weg mal Tiere bei Temu bestellen. So Plasttiere. Aqua und normal und so. Weil, davon kriegt sie nicht genug. Und Schleichtiere auf Dauer sind zu teuer. Und Pferde. Muss ich mal gucken, ob sie Pferde bei Temu auch haben. Ey. Tiere, Pferde. Da steht die Kleine total drauf. So. Das war auch schon. Ja. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.